Ich wollte dich, diesmal zum Stein locken. Du aber wo war denn Horus? Ja, am Abendämmerung. Es kann sein, dass der vielleicht genau in der Sekunde gestorben ist und du an der Lifeline nicht gesehen hast, dass er tot war. Ich hab gerade VOD geschaut, da war ja niemand an Abendämmerung. Doch, der lag da. Der lag genau da. Okay. June, Jeff. Ah, jemand ist sofort in den Wind gehüpft. Das können nicht Shu und nicht Jeff sein. Aber war nur ganz kurz drin. Ganz weird. Ganz, ganz weird. Nicht Shu und nicht Jeff. Da ist wirklich jemand nur... Hat jemand nur Wind gezeigt. Sprich, irgendwer wird vielleicht einen Hint droppen. Ja, dann sag mal, wo die liegt. Ja, die liegt am rechten Reaktor und da kam gerade Bart und noch irgendjemand. Zweite Person habe ich nicht gesehen. Franzi, Franzi, yes. Franzi war da auch gerade noch. Bart und Franzi. Viel Spaß. Ja, ich kam auch von da. Five Gifted. Banshee. Mia Rich. Kannst du nochmal Subs giften? Okay, ich war kurz auf. Ich hab die Subs gegiftet. Was passiert? Ihre. Ach so, war Mia eben schon der erste Kill, oder was? Ja. Mit Mia. Oh, aber Lava. Waren Lava, ja, aber trotzdem. RIP. Ja, cool. Hm. Party also, hat voll Mute gemacht, damit er giften kann, sehr gut. Ja, was ist mit Franzi und Bart? Habt ihr da keinen Report-Button gehabt? Nope. Nein? Nö, ich auch Party. Nicht, wie gesagt, schade. Ich war da auch. Wo war der Kill dann? War der Auffülltask, oder? Also es hilft halt, dass ich am Pylon war und danach, also ich hatte die Task, ich bin hingelaufen. Ob man da einen Report-Button kriegt, wenn man hinläuft, weiß ich nicht. Also wenn man die zu, dann ja alle drei am Pylon, also zu Lab rüberläuft. Ja. Verstehe. Noch 70 Sekunden, wer stand am Pylon? Keine Rolle mehr. Du, Bart und... Wir waren zu dritt. Parzi ist in Lab rein, wir beide sind kurz nach unten und dann sind wir umgedreht und nach links. Eine Person war Upper Specimen, wer war das? Hier, ja, Mann, let's go. Simon Unge. Ich war Upper Specimen, ja. Deacon, ja. Super, ich stehe gerade davor, die Tür ist gerade aufgegangen. Super. Geil. Super. Super. Ich weiß auch, Jeff und... Jeff und Shu sind Electrical rein am Anfang und da bin ich nach unten weg. Die würde ich ausschließen dafür. Und Jeff ist. Die Shu ist mit mir dann auch rübergelaufen. Ich war auf dem Storage drinnen und dann bin ich rechts rübergelaufen. Shorty würde ich auch ausschließen, wenn der Kill recent war, weil sie meinen Lifeline. Nur noch Shorty, oder? Nee, Shorty. Shorty würde ich ausschließen. Shorty würde ich ausschließen, bleibt noch Shorty. Mach Sinn zu Hause, ich wollte Shorty. Aber ist der Kill denn recent? Also, wenn Leute vorbeigelaufen sind, ist es ja ein bisschen. Er ist mindestens, ich glaube, 6-7 Sekunden so ungefähr. Ich stand an Lifeline, Matteo stand die ganze Zeit neben mir an der falschen Task, aber... Oh nein, ja, ich hab's Scheiße. Ich bin Storage reingelaufen und mir ist Storage rausgelaufen. Schon wieder Matteo, Mann. Der hat heute muss sie gestorben sein. Okay. Ja, also viel Spaß mit meiner Rolle jetzt dann, ne? Bis später. Ja, sehr viel Spaß. Also, was warst du? Junge, was warst du? Darf ich nicht sagen, weil sonst wird der Hacker ist. Ja, weil ich den Kill nicht gemacht haben kann, Tim. Ah, nee. Ach, Mann. Oh, nee. Okay. Also ich glaube, Bart und Lunatic, da hat jemand vor dem anderen gewendet. Würde ich von ausgehen. Ist ganz gut, oder? Ich leider nicht. Okay, ich weiß, was er ist. Bei Timoris weiß ich's. Camouflage. Pushu, Jeff, Timoris, safe. Oh, boah, Alter. Okay. Lava, I guess. Ich war in Lifeline und ich kann Lava bestätigen. Ah, Matteo hat so eine Trollrunde gerade, Matteo. Was ist denn da los? Punkte eingelöst. Der hat jetzt ein Bart neues Perk. Er schaut, ich habe die Common Task fake ich oft, damit, um zu gucken, ob sich Leute mit dran stellen und sich als Imposter entlarven. Also ich hätte erstmal eine Frage. Ich bin mit Shorty unter Storage nach links gelaufen und Light aus. Warum läufst du nach unten weg Richtung Office? Weil ich zu Lifeline laufen wollte und nicht zu Licht, weil ich Angst habe, dass ich getötet werde. Weil ich den Camouflage an. Also,
hab hier was. Warte mal. Ich Party und so gesehen. Also eine Leiche liegt am Leitkasten. Die liegt direkt dran und das war, glaube ich, die. Wen habe ich reported? Ich weiß es gar nicht. Franzi hast du reported. Von Franzi, ne? Ja. Ja. Ich wo die zweite was, Leiche liegt, keine Ahnung. Ja, sag. Ich bin hier was ganz Dickem auf der Spur und zwar. Mir. Ja. Oh, ich bin nicht dick, zum Glück. Also, Was für ein Fettshaming das, gerade? Das war ja, so mies von raus. Matteo. Ich hab noch nie so was Fieses von ihm. Okay. Er meint mit mir, meint er sich selber, was? Ja, also Mia! Mir. Ach, Mir! Was macht ihr das für ein Fettshaming? Ich hab gesagt, Mia mit R, nicht mit A, was? Mir hat einfach Mia gefettshamed. Okay, warte. Warte. Mia san Mia. Pass auf. What's your killer's role? My killer is Jakal Lover. Ist bei dem Kill auf Mia. Oh, Jakal, dann also, wenn Leute zusammen rumlaufen, müssen sie sterben. Das heißt also, der Jakal ist jetzt tot. Man kann Jakal Lover sein. Tim Horus, du Pfosten, was? Alter. Die Lover sind gerade gestorben. Ja, das heißt, das bringt uns gar nichts tatsächlich. Geil. Ja, aber das bringt uns ja nichts, weil jetzt bist du ja noch an der. Doch, es bringt jetzt was, dass du jetzt gegessen hast. Ja, dass er jetzt gegessen wird. Ja, ich bin kein Evil Gester wahrscheinlich. Doch, ich bin Evil Gester. Ich stehe jetzt im Horus auf Medium. Moment. Aber was bist du jetzt krass mal auf der Spur, Tim Horus? Ich wollte halt baiten, aber es hat nicht funktioniert. Okay, ich hab nicht gescheckt, dass die Lama schon raus sind. Ich hab's voll verkackt. Aber waren das wirklich Lava oder hat Matteo getrollt? Matteo trollt so 100%. Ich glaube halt, dass die standen ja auch zusammen. War auch gewendter war. Bart ist vor jemandem gewendet. Die haben gegenseitig. Das waren Engineer Lover und Jakal Lover. Und Bart ist vor jemandem gewendet. Und das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt haben wir wieder keine Rollen, die wir rausgessen können. Weil bisher hat sich wirklich niemand irgendwas gegeben. Was es natürlich ein bisschen kompliziert macht. Ist noch niemand tot? Oh, Matteo ist gecleant worden. Fuck, den wollte ich eigentlich töten. Matteo ist gecleant worden. Es ist nicht gecleant worden, er hat Jordi geschiftet. Matteo hat mir gecleant, glaube ich. Shawty, hast du nicht gesehen, dass wir ineinander stehen, oder? Ich wollte auch sagen, dass Tim Horus so ein Eimer ist und jetzt ist er tot. Oh nee. Matteo wurde gecleant. Das ist übel unlucky. Vor allem, dass sie jetzt die Person killt, die ich auf jeden Fall gestern kann, ist natürlich doppelt unlucky. Wahrscheinlich. Nein, wissen wir das? Nee, Matteo, ja. Ich bin relativ früh in die Lifeline gelaufen. Da hätte noch kein Kill passieren können, denke ich. Und da war der schon grau. Okay. Naja, dann selber schon. Also geschiftet, nicht gewulchert, okay. Was wolltest du gerade mit Shawty sagen, Timmit? Erzähl. Ja, Tim Horus und ich stehen halt Lower Decon an der Tür, die zu ist, ineinander. Also wir sehen aus wie eine Figur. Shawty kommt raus und sticht halt instant rein. Ja, aber ich stehe noch an Simon Says und ich weiß nicht genau, ob Jeff das noch. Nee, du bist hochgelaufen, ne? Wir haben uns oben gecrossed. Ich bin oben, ich war die ganze Zeit im Lab, die ganze Runde alleine, bin dann in Upper Decon reingegangen, da war Pazzi. Dann bin ich Jeff eben gerade Upper Decon runtergekreuzt und stand erst an der Kistentaste und Simon Says jetzt. Also wenn wir Admin-Panel-Info haben, sieht man das sogar. Wir können den Vulture übrigens eher ausschließen, Bart oder Franz. Jakal, ja, genau. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das glaube. Ich denke, dass es zeitlich passt, dass du rüberläufst trotzdem schon. Hat Tim Horus sich das ausgedacht, oder was? Er sagt doch nicht einfach, es ist Jakal-Lava drin und stirbt danach. Er meinte ja am Ende auch, also, er wollte baiten und hat es verkackt, weil er nicht wusste, dass die Lava schon draußen sind. Also, oh, true. Ja, dann kann er nicht. Tim Horus hinterhergelaufen. Tim Horus macht das normalerweise nicht. Ich bin Tim Horus hinterhergelaufen vom Live. Von Electrical. Bin ich hinterhergelaufen und er ist dann runter zu O2 und zwischen uns ging die Türe zu. Und da wurde er getötet. Also ist er in O2 gestorben? Hat jemand in O2 reportet? Wer denn? Nee, Timmit, hast du in O2 reportet? Ich hab doch gerade erzählt, was passiert ist. Ich hab kurz nicht zugehört, weil ich mir eine zweite Pizza bestellt habe. Also, Shawty hat neben mir in Tim Horus reingestochen, direkt. Okay. Kann das noch jemand? Aber in O2, richtig? In O2? Nein, vor Specimen. Nein, er sagt, also genau, ich bin im Specimen gewesen, hab eben Jeff und eine Party gekreuzt und er sagt, ich hätte quasi einen Kill gemacht. Das muss aber schon aber länger her, ne? Aber dann müssen wir. Ich bin seitdem aus Lab raus, hab Shush über Storage getroffen und bin wieder links am Offen. Das war, wie gesagt. Noch nicht, ja, weil eben meinst du.
Also Leute, das war einfach unlucky, sag ich ganz ehrlich. Ja, okay, war unlucky. Ich stand ineinander. Ich denke mal, man hat nicht gesehen, dass zwei Leute waren. Also wenn ihr... Okay. Aber das siehst du doch bei Lights Out. Also, also als Imposter. Okay, ihr habt gerade wirklich den Medic rausgerotet, Gigi. Also ich hab geskippt. Glaube ich dir nicht. Ich auch. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas passt nicht. Irgendwas bei Imposter skippen. Da ist irgendwas wohl faul. Ja. Mann, ja. Jetzt habe ich nicht mal jemanden, den ich guessen kann. So, das ist das Schwierigste gerade. Ich habe noch kein Security Guard Zeug gesehen. Das check ich gleich nochmal. Es waren 7 Votes. Bei 7 Leuten, sprich, es ist auch kein Mayor drin, ne? Oh, doch, Security Guard hat was gelegt. Security Guard könnte noch drin sein. Das muss ich überlegen. Sind wir uns sicher, dass jetzt 2 raus sind? Danke, dass du den Button drückst, weil ich wollte nicht nochmal... Party ist safe jemanden. Gewesen. Ich denke auch, dass Schaudi mir ist jetzt egal, war. Ob ich rausfliege oder nicht, aber ich bin Medic. Und sie hat zum Schluss noch gesagt, hab jetzt den Medic rausgehauen. Mhm. Also... Ich wollte nur auf sicher gehen, nicht, dass jetzt ein Double gibt. Also es war halt wirklich... Also, aber dann haben wir natürlich... Also ich und Party haben ja anscheinend geskippt und wir haben das ja auch beide zugegeben. Naja. Dann hat entweder ein Imposter-Kollege draufgevotet, oder ich oder Party. Also, oder Party aus meiner Sicht wäre dann wahrscheinlich Imposter. Ja, dann würde ich Pass jetzt hier voten. Also Shorty, ja. Weil warum, aber dann wird er es ja dumm, das zuzugeben, so. Außer gab's du willst mehr? Drauf gab's buchen, mehr? Außer du hoffst, nee, es gibt kein mehr, glaube ich. Außer du hoffst, dass die Leute dann halt denken, dass der Imposter nicht raus ist. Und nee, wir haben kein mehr, wir haben also kein mehr. Mein Gedankengang an, nee, stimmt, haben wir wirklich nicht. Weil vier Leute Shorty auf Shorty drei und drei, mhm. Ja. Und drei genau, die drei Skip waren Blesk, Shorty und ich, offensichtlich. Genau. Ich habe gewotet so, auf Shorty. Es würde nur Sinn machen, dass du skippst, wenn du hoffst, dass dann der Button kommt und jemand gewotet wird, weil die Leute sich nicht mehr sicher sind. Ja, weil wenn Leute sagen, sie haben geskippt... Sie muss sicher sein, wenn sie sagt, sie ist Medic, ich bin Medic. Also ja, das, aber das wussten wir vorher nicht, das ist das Problem. Ja, dass Shushu das jetzt gerade, weil... Ja, ist auch egal, ich glaube tatsächlich... Nee, das hat Shushu zu offensichtlich gecallt. Und ich glaube auch, dass wir dadurch jetzt halt wissen, dass wir einen Imposter und einen Jackal raus haben. Was nicht ausschließt, dass wir noch einen Evil Guesser haben könnten, weshalb das potenziell gefährlich ist. Ja, ist gefährlich. Dass Shushs Rolle bekannt ist. Ich sag eine Sache, wir werden diese Rolle nicht durch Task gewinnen. Wir werden nicht durch Task gewinnen, weil ich habe nur 3 von 11 gemacht und ich bin lost diese Runde. Was machst du denn schon wieder die ganze Runde? Ich habe Pizza bestellt, eine Pizza habe ich gegessen, ich wollte noch eine zweite. Was hast du dir bestellt? Ja, eine Tiefkühlpizza. Ja, aber mit was? Also, das ist so eine vegane Pizza von Dr. Oetker, gibt es nur eine. Die hat Tomaten drauf und so Pesto. Simon kurz ins Haus reingerufen, an seine ganzen Bediensteten, ey, ich brauche eine Pizza. So ungefähr war das. Ja, keine Ahnung, ich dachte, der Button ist halt jetzt wichtig, weil ein Double Kill und so weiter. Aber ich dachte, ja, dann votet einfach jeder, was er denkt. Aber ich bin in dieser Runde schlechter Crew, ich habe meine Tasks nicht gut gemacht, tut mir leid. Mhm. Aber ich bin wirklich ein lieber Crew. Lieb, aber schlecht. Aber du bist auch Medic, oder? Nee, ich bin nicht Medic, aber ich bin... Safety first. Ich weiß halt nicht, ob mir jetzt Medic nur noch bleibt, Bless zu voten oder... Was, glaubst du mich? Anders das sein. Ja, also wenn es dir hilft, ich habe tatsächlich dich gewotet, weil mir das am... Ja, ist mir... Das ist Einzige, klar, was ist, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wer sonst... Wann kann man eigentlich halt Tiefkühlpizza auch, also bestellen? Aus meiner Sicht, dass du Imposter sein musst. Von seiner Familie kann man das bestellen. Verstehe ich aber auch. Das ist mein Gedankengang. Ich brauche auch so eine Familie. Also ich weiß ganz viele Rollen, die es nicht sein können. Ich weiß, Security Guard ist noch drinne. Ansonsten könnte Detective drinne sein. Es könnte Sheriff drinne sein. Ich glaube, ich steche jetzt einfach rein und dann muss ich hoffen, dass ich das einigermaßen okay gegessen kriege. Das ist, glaube ich, meine einzige Chance. Ah, Schuss hier. Aber es ist gar nicht so leicht tatsächlich. Ein Hacker könnte ich vielleicht noch irgendwie, Medium. Hier läuft wieder ein Lifeline, vielleicht könnte er Hacker sein oder so. Ich weiß, Security Guard ist wahrscheinlich noch drin, so wie die Rollen verteilt sind. Und das deutet hier so ein bisschen auf Jeff hin, glaube ich. Aber nicht sicher. So, niemand tot.
Okay, wir müssen uns ein bisschen antäuschen. Ich kann den Button nicht drücken, egal was sie macht. Er ist geschildet, sprich ein Medic ist auch noch drin. Shu hat ihn in der ersten Runde geschildet gehabt. Das ist ja klar, also wir wissen ja, dass Shu noch drin ist. Muss mal auf dem Admin-Table gucken, wo die Leute sind. Er ist Hacker. Gewesen wahrscheinlich. Finde ich noch jemanden, bevor der Report kommt? Mia war es nicht. Shushu war es nicht, meine ich. Shushu war es nicht. Wo ist denn gerade Shushu? Meine Pizza ist angekommen und hört mal, wie knusprig sie ist. Warte. Ein guten. Anne. Ja, wo ist die Leiche? Nein, wo. Ja, okay. Okay. Okay, also Vlesk ist anscheinend also, der Mörder. Ja, Vlesk ist der Mörder. Wenn er ich bin der Mörder, das stimmt, ja. Wenn er jetzt richtig redet, haben wir verloren. So, pass auf, ich gehe die Rollen mal durch. Mia ist in der ersten Runde gestorben, ihre Rolle ist mir komplett egal. Ihr könnt aufhören zu voten, ich rede jetzt einfach weiter. Ja. Matteo war der Shifter. Shorty ist mein Imposter-Kollege. Lunatic war Jakal Lover. Parzival weiß ich gerade nicht genau. Timid war wahrscheinlich Hacker. Bart war Engineer Lover. Nee, Hacker war falsch. Tim Horus war Medium. Ja, du kannst auch so tun, als ob du Hacker bist. Shushu war Medic. Und jetzt habe ich euch beide. Da bleiben nicht mehr so viele übrig. Ich glaube, Sheriff ist nicht drin. Der hätte vorher schon geschossen. Ich habe schon gecallt einmal heute. Ja. In der Runde. Ja, ich weiß auch, was du bist. Ich glaube, du bist der Security Guard. Nope. Doch, das hätte was anderes gekommen. Ja, okay, dann warte ich drauf. Bei Unge dachte ich auch so, ich glaube Time Master, Detective und Hacker war noch übrig, aber ich wusste nicht. Ey, er wendet vor mir und ich denke mir so, ja, Vlesk ist safe, Engineer. Das war Patsy, du warst der Engie. Ich weiß, dass in der ersten Runde ist einmal ganz kurz jemand einfach nur in Wände reingehüpft und sofort wieder raus. Und ich dachte, da ist, ich dachte dafür ist, darf ich ganz kurz? Sorry, ja. Ich dachte, das war Bart, der vor Lunatic gewendet hat, weil die dann beide aus der Richtung kamen. So. Actually cracked.